Halli, hallo. Hier ist wieder euer Master Steffen alias Star Steffen zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und wir machen mal mit der nächsten Mission weiter. Feindliche Macht. Erkunden Sie den alten Schrein. Was wir jetzt mal machen werden. Und jetzt müssen wir einfach mit Padawan 4 sprechen. Meister Orges neuer Schüler, wie aufregend. Man sagt, dass ihr großartig mit einer Vibro-Klinge umgehen könnt. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Ihr habt erst angefangen, gebt euch einfach Mühe, ganz offensichtlich. Ihr habt erst angefangen. Für eine Anfängerin scheint ihr mir etwas zu alt zu sein. Bis vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht mal, dass ich eine Machtanwenderin bin. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Furchteinflößend, sehr sogar. Ihr seid ziemlich rätselig. So etwas wie Glück gibt es nicht, Padawan. Eure Bestimmung hat euch hergebracht. Genau das hat mir der Jedi auch gesagt. Kennt ihr eigentlich Meister Tillin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche, ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Tillin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Tut wie erledigt, Fia. Ich habe andere Verpflichtungen. Tut mir leid, nein. Ich mache das schon. Fantastisch. Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Tillin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe. No problemo. Muss ich ja hoch, hä? Nee. Da muss ich hin. Aber ich gehe... erstmal hier hoch, mache die Hauptquest und dann mache ich die Nebenmission. Achso, der Weg ist abgebrochen, deswegen ist das hier nicht drauf. Wie denn? Wie soll ich da hochkommen? Okay. Alles klar. Guck schon später an. Wo geht's denn hier hoch? Da vielleicht? Auch nicht. Bis hoch. Sag, wo geht's denn da hoch? Das ist doch der Weg, den ich gehen muss, oder? Wo der geht es auch lang geht? Ach. Ich probiere mal über den Seitenweg. Kann auch sein, dass ich da hinten lang kann. Und dann dahin komme. Da schaue ich jetzt einfach mal. Raus, das groß. Heiliger. Was ist das für ein riesen Bike? Alter Schwede, das ist groß. So. Und ja, wenn man Lust hat, mitzuzocken, mein LP. Könnt ihr es gerne sagen, da könnt ihr auch gerne mal mit meinen Let's Play mitzocken. Und ja. Da könnt ihr auch gerne mal ein LPT machen. Und einfach mal zusammen zocken. Das biete ich auch gerne mal an. Also ein kleines LPT. Das ist der hier, gell? Ja. Was hat der? Das hat doch die Quest. Verweilt hier ruhig.
Die Luft ist kalt und die Bergpfade sind gefährlich. Worte sind überflüssig, wenn die Macht mit uns ist. Wer seid ihr? Bitte redet. Ihr seht, wie stark ich bin. Bitte redet. Ich möchte eure Worte trotzdem gern hören. Dann bleibt und wir werden miteinander reden. Mein Name ist Doson. Ich wache über Kalett und wandle auf den Wegen, die es umgeben. Ich meditiere über mein Versagen und lerne aus unserer Vergangenheit. Als Padawan kam ich nach Kalett. Hier berührte ich die Versuchung und die dunkle Seite. Nachdem ich einmal versagt habe, handle ich nun durch andere Jedi. Viele helfen mir, Wissen über Typhons Vergangenheit zu erlangen. Eine lohnende Aufgabe. Ich biete euch meine Dienste an. Ihr seid eine traurige Gestalt. Och, ich glaube, da kann ich helfen. Euer Angebot ist gütig. Danke sehr. Meine Aufgabe ist schwierig, aber beruhigend. Ich sehe Kalett aus der Ferne, doch berühre ich es nie. Indem ich anderen vertraue, dorthin zu gehen, wohin ich selbst nicht gehen kann, erweitert sich mein Blick. Ich habe von einer geheimen Kammer in Oberkalett gehört, die wichtig für eine tythonianische Maschine ist. Ich will ihre Energie wiederherstellen. Die alten Schriften erzählen von einem Ort des Wissens und der Worte. Mehr weiß ich nicht. Doch die Maschine sollte niemanden in Gefahr bringen. Da sie ohne Energie war, hat die Kammer seit Jahrtausenden geschlafen. Doch es gibt noch funktionsfähige Droiden in den Ruinen. Mit ihren Energiezellen könntet ihr die Maschine speisen. Wenn es mir wirklich ist, ja. Das klingt mir weit hergeholt. Das alles wegen einer geheimen Kammer. Das ist ein guter Vorschlag. Ich tue, was ich kann. Dann geht hin und pflegt den elektrischen Garten. Pflanzt die Samen der Droiden im Boden der Maschine ein. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Typhonianer lüften. Alles klar, machen wir. So, wir haben noch die zweite Mission hier, die Hauptmission. Und ja, schauen wir mal, was wir machen können. Ach, das ist eine Helden 2 Quest. Aha. Wartet mal. Helden 2 ist das. Ich war raus. Weil das kriege ich alleine nicht hin. Helden 2. Das mache ich vielleicht mal mit, wie man mit einer Bock hat, mit mir zusammen zu zocken. Da könnte man das vielleicht mal machen. Und jetzt machen wir mal die Hauptmission hier. Kennt ihr jemanden namens Fia? Ich habe etwas für euch. Ihr seid hässlich. Darf ich überbringen? Ach du Scheiße. Padawan Fia lässt euch grüßen und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Chobod yi kafu anchawa. Chopping wampala hagua doi biska. Wenigstens wurde hier nicht verletzt. Fragt mich nicht. Liegt das nicht auf der Hand? Ach du Scheiße. Wie alt? Scheint die Begegnung ja überlebt zu haben. Manna, na tu pachunki. Oi grani tampio du me donki. Cha kulka du magi tahus hagua upa. Crispa doe canchi, cunche gupa, do batagi moa atima. Wo ist der Körper des Druiden? Das ist erstaunlich. Alter Schrott. Wen interessiert das? Was ist mit den anderen Teilen passiert? Noi kuchusu, yo matachi pompota. Ki mada tanta chiruli ya? Noe ayuya tia chavupa. Tinka tuana che mai Chuba, Achuna, Quabo Nuta Dubita. Anstatt sie zu eliminieren, wird jemand verletzt, was auch immer ihr sagt. Warum zerstört ihr diese Droiden nicht einfach? Mokelema Klonki Niatam Bomba Boschuda. Ji Womta Humpa Mulira Waka Wompa. Kyotopa Bubanda Bakawanki. Ne umpi beduana ni bobo chopa uma. Ne umpi beduana ni bobo chopa uma. Dwarawanki, wabda ya tukaloka. K
Kili Watabunki Dunko Patoga Loda. Lass mich das machen. Ihr braucht Hilfe, ja? Klingt ziemlich langweilig. Ich werde euch diese Proben in kürzester Zeit beschaffen, Meister Tilin. Iliska, Chanaga, Bumpa, Komchinka. Wonka Tuske Uwana wa Susaneko Higa Danoila Tocha Nanga e Ma Chai. Nuna Liska Chananga Wachikospa ini Kontinka. Alles klar, wird gemacht. So, und bevor ich weitermache, beende ich die Folge an dieser Stelle, denn die Zeit ist schon wieder um. Ich hoffe, ihr hattet den Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge Let's Play Star Wars The Old Republic auf der hellen Seite der Macht. Euer Master Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Ciao mit V und wie immer. Selbe Stelle, selbe Welle. Ciao!